In diesem Video geht es um die galvanische Zelle bzw. das galvanische Element. Und das Ganze ist mal hier dargestellt. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen kompliziert aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Also es gibt hier so ein paar wesentliche Schritte, die man verstehen muss. Jetzt erstmal die grundlegenden Sachen. Also galvanische Zellen dienen jetzt als Speicher in Batterien und dort wird dann chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Und wie genau das jetzt abläuft, das will ich jetzt mal hier erklären. Wir haben jetzt hier den typischen Aufbau einer galvanischen Zelle. Wir haben jetzt dann hier zwei Elektroden. Jetzt wird dann hier das Zinkblech, die Anode, das Kupferblech, die Kathode. Und dann sind jetzt die beiden Elektroden leitend miteinander verbunden. Dann haben wir jetzt hier zwei Behälter. Jetzt in diesem Fall haben wir dort, wo jetzt das Zinkblech eingetaucht ist, eine Zinksulfatlösung. Und hier, wo das Kupferblech eingetaucht ist, eine Kupfersulfatlösung. Und dann ist es so, dass in der Zinksulfatlösung jetzt sich Zink-2+-Ionen und SO4-2-Ionen lösen. Deswegen sieht es ein bisschen unübersichtlich aus, aber man sieht dann hier die gelösten SO4-2-Ionen und die gelösten ZN-2+-Ionen. Hier beim Kupfersulfat haben wir dann gelöste Kupfer-2+-Ionen und gelöste SO4-2-Ionen. Das heißt, hier dann die SO4-2-Ionen und Kupfer-2+-Ionen. Und dann haben wir jetzt noch hier eine Salzbrücke, die dann jetzt auch noch in die beiden Behälter eingetaucht ist. Und manchmal gibt es auch noch ein bisschen einen etwas anderen Aufbau, aber dazu komme ich dann gleich später. Das ist jetzt erstmal hier so der Aufbau. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt geben die Zinkatome im Zinkblech, also wir können es ja logisch vorstellen, das Zinkblech besteht aus ganz vielen Zinkatomen, und die geben jetzt Elektronen an die Kupfer-2+-Ionen ab. Und das liegt jetzt daran, dass jetzt Zink unedler ist als Kupfer. Das könnte man auch noch in der Redoxreihe der Metalle nachvollziehen. Deswegen gibt es eine Elektronenabgabe von Zink zu Kupfer. Und dann, jetzt mal hier an einem Zinkatom dargestellt, von Zinkatomen gehen jetzt zwei Elektronen weg. Dann logisch, dementsprechend bleibt dann nur noch ein Zink-2+ übrig. Und diese zwei Elektronen, die wandern jetzt in Richtung der Kupfersulfatlösung und werden jetzt von den Kupfer-2+ aufgenommen. Und dann haben wir jetzt die Reaktion hier links, die Oxidation. Ein Zinkatom reagiert zu einem Zink-2+ und den zwei Elektronen. Und die zwei Elektronen, die werden jetzt von den Kupfer-2+ eben aufgenommen. Das heißt, hier haben wir die Reduktion, dass jetzt Kupfer-2+ plus die zwei Elektronen zu Kupfer reagiert. Und dann haben wir jetzt eben Oxidation, Reduktion und das Zusammenspiel nennt man halt dann eben hier eine Redoxreaktion, die wir jetzt hier haben. Und das ist jetzt eben so der wichtige Vorgang bei der galvanischen Zelle. Dadurch, dass wir jetzt eben diese Wandlung der Elektronen haben, dadurch gibt es dann halt extra Energie, was dann halt das Funktionsprinzip von Batterien ist. Und jetzt wollen wir uns das Ganze jetzt noch ein bisschen genauer angucken. Also wir können uns logisch vorstellen, wenn jetzt immer mehr Zinkatome zu Zink-2+ reagieren, dann wird das Kupferblech immer dünner, also das Kupferblech löst sich immer mehr auf. Und andersrum, wenn jetzt immer mehr Kupfer-2+ Elektronen aufnehmen und dann halt zu Kupfer reagieren, dann wird das Kupferblech immer dicker. Und jetzt, wenn wir uns noch die Ladung angucken, dann können wir auch sehen, wenn jetzt immer mehr Zink-2+ entstehen, wird die Seite immer positiver. Hier andersrum, wenn jetzt immer mehr Kupfer-2+ zu Kupfer reagieren, dann gibt es halt hier immer weniger positive Ladung. Das heißt, die Seite wird jetzt immer negativer. Und um jetzt dem entgegenzuwirken, gibt es jetzt hier über die Salzbrücke, da kommt halt jetzt die Salzbrücke ins Spiel, da gibt es einen Ladungsausgleich und dann können jetzt Zink-2+ über die Salzbrücke hierüber wandern und dann die SO4-2-Ionen über die Salzbrücke hierüber, sodass dann halt hier die Seite wird negativer, die Seite wird positiver. Wir hatten dann darüber einen Ladungsausgleich und jetzt will ich noch auf den unterschiedlichen möglichen Aufbau eingehen. Also manchmal gibt es jetzt eben den Aufbau, dass wir nicht zwei Behälter haben, sondern nur einen Behälter und dann statt eine Salzbrücke jetzt eine Membran, also ein Diaphragma haben und dann können jetzt über diese Membran auch die einzelnen Ionen in die zur anderen Seite hinwandern und dann hätten wir darüber einen Ladungsausgleich. Also das wäre auch noch so ein anderer Aufbau einer galvanischen Zelle, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Ja, das ist jetzt
zur Funktionsweise. Jetzt verlinke ich hier noch meinen Physik-, Mathe- und Deutsch-Kanal. Da mache ich auch noch in den Videos. Falls ihr interessiert, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und das war's dann damit zu diesem Video.